keine Klingelstreiche hier machen. Was soll denn das? Zombie Apocalypse. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Minecraft. Ich habe jetzt mal einen Tag übersprungen, weil ich mich hier so ein bisschen umgesehen habe. Und ja, es gibt ja so einige Dinge, die ich herausgefunden habe. Ich habe mir vorhin auch zwei Crafting-Table gebaut, beziehungsweise einen hatte ich ja schon. Ich hatte halt noch einen zusätzlichen gebaut gehabt, dachte mir, den könntest du vielleicht noch gebrauchen. Und ich dachte mir, wir werden hier uns so ein bisschen umsehen, wie ich das letzte Mal gesagt habe, in den Bergen mal so ein bisschen reinschnuppern. Und dann habe ich überlegt, wir werden hier so einen kleinen Unterschlupf bauen. Deswegen passt das auch ganz gut, dass ich jetzt hier zwei Werkbänke habe, weil ich packe in dem einen Haus hier dann halt in dem ersten Unterschlupf erstmal die Werkbank rein. Das wird aber nicht unser Haus werden, das wir dann hier errichten wollen, sondern nur ein Unterschlupf. Weil ich möchte schon gerne hier diesen Berg erkunden. Der sieht schon interessant aus und ich möchte halt hier so ein bisschen mehr wissen, was hier so ist. Und ich denke mal, der ein oder andere ist sicherlich auch neugierig und ich dachte mir, komm, das machst du jetzt mal. Und da habe ich ein paar Vorbereitungen getroffen, um das Ganze zu verschnellern. Und ja, von daher werden wir hier definitiv so einen kleinen Unterschlupf bauen. Ich gucke mal, was ich an Häuser bauen kann, weil ich bin eigentlich jetzt nicht so gut in Häuser bauen. Ja, liegt doch einfach da dran, weil viele die Häuser immer speziell aufbauen und ich eigentlich nur irgendwie ein Haus bauen möchte, was teilweise wie ein Haus aussieht. Hauptsache irgendwie sowas. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich werde hier so einen kleinen Unterschlupf bauen. Das wird es wahrscheinlich auch jetzt nicht so wirklich gerade werden. Zumindest aus dem ersten Blick hier. Ja, ich versuche mein Bestes daraus. Na, ich hab doch... Ich wollte doch die Axt haben. So. Haben wir noch ein paar Bäume hier, weil... Wenn hier keine Bäume sind, dann wird das mit dem Hausbauen auch so ein bisschen schwierig. Sind zwar noch überall Bäume oder Teile, aber das sind jetzt auch nicht gerade so viele. Au! Ja, okay. Haben wir alles? Passt alles? Warum kann ich das Holz nicht tragen? Anderes Holz? Okay. Ja. Anderes Holz. Macht nix. Passt schon, würde ich sagen. Was ich übrigens auch rausgefunden habe, beziehungsweise gemerkt habe, dass es tatsächlich Leute gibt, die tatsächlich das Minecraft-Projekt verfolgen. Aus diesem Grund möchte ich das auch so weiterführen wie bisher. Weil es euch anscheinend wirklich Spaß macht zuzusehen und ich habe auch irgendwie Spaß an dem Spiel. Es macht auf jeden Fall Freude, das mal wieder zu spielen und vor allen Dingen, es ist mal wieder was anderes, ja. Man kann ja halt auch bei diesem Projekt über Sachen reden, man kann Gäste einladen, so wie ich es ja schon mal gemacht habe. Man kann vieles mit dem Projekt machen. Es ist einfach ein gelungenes Spiel, bei dem man halt, ja, ich sag mal, Spaß haben kann und über Sachen reden kann, über wichtige Themen, vielleicht sogar über Updates. Bleibst du mal hier? Bleib hier! Fragt sich nur, wo ich mein Haus baue. Ich glaube, da unten am Fluss, das ist schön. Da baue ich mein erstes Haus rein. Wie gesagt, nur ein Unterschlupf, deswegen wird es auch jetzt kein so großes Häuschen.
Ne? Das große Häuschen sparen wir uns dann auf, sobald ich dann den Ort gefunden habe. Ja, hier unten kann man das auch, denke ich mal, ganz gut machen. Ich habe hier einen schönen Fluss an der Nähe. Das sieht schön aus. Ja, das nehme ich jetzt hier. Diesen Ort nehme ich jetzt hier dafür. Ja. Klar. So wollte ich das eigentlich nicht machen, aber okay. Sei ein Spielverderber. So, ein kleines Häuschen, muss kein großes sein. Ja. Kleiner Unterschlupf hier quasi bauen. Kann ich halt die Werkbank reinpacken. Da kann ich... eine Kiste reinstellen. Irgendwas werde ich da schon rausmachen. Also ich will jetzt ja auch nicht wirklich groß was machen. Schon allein, weil ich nicht so viel Holz hier finden kann, das dafür geeignet wäre. Um den Rahmen hinzukriegen. Ja, ich versuche das tatsächlich mit einem Rahmen umzubauen. Habe ich eigentlich... ab und an mal gemacht, aber es ist halt echt nervig, weil man dafür wirklich viel Holz und viele Bäume braucht. Und hier sind halt nur Berge und viele Bäume sehe ich hier nicht. Natürlich könnte ich im Sumpfgebiet hingehen, da sind viele Bäume, aber nee. Lassen wir einfach so, wie es bis jetzt ist. Schon irgendwie passen. Ich kann es ja noch ausbauen. In kleinen Schritten. Uns fehlt tatsächlich noch ein Stück. Echt jetzt ein Stück hier? Was? Das ist doch jetzt nicht fair, oder? Jetzt finde ich das nicht. Ah, da ist doch ein bisschen Holz. Warum? Komm runter. Ja! Hier ist noch eine ganze Menge. Das brauche ich eigentlich nicht. Das ist aber nicht das Holz, was ich eigentlich... was ich eigentlich nicht wollte. Ein schöner kleiner Unterschlupf. Ich suche das andere Holz. Da ist es doch. Na also. Werden wir doch beim Sonnenuntergang fertig. Ja. Au. So. Jetzt, genau, nehmen wir die Schwarzbretter einfach. Ja, das ist wirklich jetzt ein kleines Haus. Kann man das überhaupt noch Holz, Haus nennen? Ich weiß nicht. Können wir ja noch ausbauen. So und so. So, dann habe ich ja, wie gesagt, zwei Werkbänke gebaut. Einen stellen wir dann hier in dem kleinen Gebäude. Natürlich hätte ich hier vorher noch was machen müssen. Wisst ihr was? Wir bauen hier auch noch einen vernünftigen Boden rein. Das gefällt mir so nicht.
Es war nur so ein kleiner Stützpunkt, aber das gefällt mir einfach nicht. Machen wir das jetzt hier mit. Es wird immer dunkler. Ja, jetzt habe ich da natürlich nicht... Oh, was ist denn hier los? Jetzt muss ich erstmal das Bett hinstellen. Oder warte mal, wir machen mal eben kurz eine Fackel fertig. Ist mir alles zu blöd. Oh, wir haben noch nicht mal ein Dach. Daran habe ich jetzt erst gar nicht gedacht. Sieht auch nicht so doll aus. Naja, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Warum stellt er sich jedes Mal so? Moment, machen wir das erstmal so. So. Ist jetzt nicht perfekt, aber muss es das jetzt sein? Nein. Für einen kleinen Unterschlupf reicht es vollkommen aus. Ich bin auch schon überlegen, ob wir vielleicht auch zwei Betten bauen. Dass wir hier noch einen hinbauen. Nur für den Notfall. Man weiß ja nie. Aber... Wie gesagt, wir haben hier nicht mal ein vernünftiges Dach. Das lohnt sich fast gar nicht. Ja, wo habe ich denn jetzt meine Werkbank? Da. Kommt wieder dahin, so. Bauen wir eine Tür. Ja, passt zum Rest des Hauses. Irgendwie, ja, kann man sagen, ist okay. Ich brauche dringend eine neue Axt. Warum kann ich die nicht zunehmen? Weil ich Tasche voll habe. Ja, wunderbar. Wisst ihr was? Wir packen jetzt einfach die Dunie erstmal weg. Die sammeln wir ja auch eh wieder gleich auf. Sobald wir die Tür hier aufgestellt haben. Zack. Nee, eben nicht. Na egal. So. Aber wir stellen jetzt eben kurz das Bett noch auf. Aber das nehme ich halt wieder mit. Wo bin ich halt immer überlegen? Warum nehme ich das... Ich hab's doch direkt hier, warum? So. Hä? Ein bisschen eng hier, oder? Warum habe ich jetzt die Blume in der Hand genommen? Nur weil sie vor der Tür standen. Ja, okay. Das sieht aus, als wenn ich irgendwo hingehen will und möchte jemandem die Blumen schenken. Ah! Hey! Keine Klingelstreiche hier machen! Was soll denn das? Der will bestimmt meine Blumen haben. Du kriegst meine Blumen nicht! Hat der mich jetzt kurzzeitig erschreckt? Zum Glück nur kurzzeitig. Hätte ich auch mit rechnen können, aber... Zum Glück ist das nur unser Stützpunkt und nicht unser Hauptpunkt, wo wir unser Haus stellen. Das wäre seltsam. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch einen Turm fertig.
Ja, mit wenig Platz natürlich in der Tasche, das immer besser ist. Ich höre noch mehr. Uiuiui, jetzt laufen hier schon die ganzen Mups her. Na, fantastisch. Das ist jetzt einfach so. Da kann ich. So. Und da packen wir jetzt erstmal das Unnötigste rein. Weil wir es vielleicht noch brauchen könnten, aber ja. Was ich bräuchte, wären auf jeden Fall Fackeln. Und ich sollte hier wirklich ein bisschen mehr Platz machen. Ich habe noch nicht mal Platz für den Ofen! Oder warte mal, kann ich den da hinstellen? Weil ich will schon gerne ein bisschen Fleisch fertig. Ja, das geht. Ich kann das. Ja, super. Ja, dann reicht das so gerade aus. Das heißt, ich kann hier gerade so reingehen und habe alles parat, dass. Ja, es reicht aus. Ja. Mit den wichtigsten Sachen hier drinnen nur ein bisschen vollgestellt. Wie heißt es so schön? Klein, aber fein. Na schön. Dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen anbraten. Fleisch fertig machen. Und währenddessen buddeln wir uns mal in eine Höhle rein. Moment. Vorher möchte ich das Skelett da fertig machen. Ist gut, dass wir hier unser Spawnpunkt haben. Irgendwie. Werden wir dann auch direkt starten? Weil hier ist alles vollgestellt. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ach, was soll's. Noch nicht mal treffen kann. Was war das denn jetzt? Ein Schlag! Ein Schlag hat ausgereicht und der war down. Ja, nee, ist klar. Okay. Jetzt habe ich Knochen. Muss ich da gleich mal gucken, was ich alles so mitnehme, wenn ich dann weiterreise. Weil wie gesagt, ich will hier nicht immer bleiben. Das ist einfach nur mein kleiner Stützpunkt, bei dem ich halt Unterschlupf brauche und bekomme. Außerdem kann ich hier noch so ein bisschen abbauen und vielleicht finden wir auch noch was hier in den Höhlen. Also Kohle haben wir ja auf jeden Fall eine ganze Menge, die wir hier finden können. Ja, also es hört ja gar nicht mehr auf hier. Moment, machen wir den Stein weg. Dann kann ich auch gleich da locker hoch wieder. Ich glaube, tiefer wird es nicht sein. Nee. Nicht wirklich. Für die Reise muss ich mich auf jeden Fall gut vorbereiten. Und ich sollte wirklich nur das Wichtigste mitnehmen, denn ich weiß nicht, ob ich vielleicht zukünftig noch irgendwas brauche in meiner Tasche. Sieht so erfrischend aus. Gibt's hier auch ein bisschen Sand? Dann könnte ich ein paar Fenster machen, aber nee, hier sind keine Sandstücke. Oder Sandblöcke. Ach, das Fleisch ist fertig. Dann kann man gleich das nächste machen. Kohle haben wir ja jetzt genug. Und ich glaube, wir kriegen immer mehr Kohle. Ja, also, es hört wirklich nicht auf. Ist ja gut. Da Steine mitnehmen. Ai. Buddeln wir uns mal hier hoch und
Schau mal eben kurz, hier brennt es noch, aber ich denke mal, oh, ist schon fertig. Was für ein Wunder. Hier ist auch wieder Kohle, also Kohle kriegen wir ja auf jeden Fall genug. Da brauchen wir aber keine Sorge haben, also hier ist Kohle fast schon ohne Ende. Ja, ja. So kommt eins zum anderen, würde ich sagen. Ja, ja. Sind schon bei 1 Stick fast. Guck mal, was hier so ist. Ist bestimmt jetzt gerade sehr uninteressant, muss ich sagen, weil ich finde hier ja nichts. Aber wir müssen uns halt vorbereiten. Kleiner Grafikbug oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Moment, ich nehme doch die Steine mit. Bis jetzt sehe ich wirklich hier gar nichts. Nichts, was hier besonders ist. Und wir haben ja noch nicht mal... Steine haben wir definitiv. Moment. So. Dann machen wir kurz die Tür zu. Ja, doch, Holz haben wir ja jede Menge. Machen wir hier ein paar fertig. Dann. So einmal. So einmal und so einmal. Da haben wir alles, was wir brauchen. Packe ich erstmal das Fleisch weg. Kartoffeln weg. Hier die Hälfte mal rein. Die Hälfte mal rein, so. Und dann mache ich mir noch ein paar Sticks. Ich komme nicht auf Sticks. Stücke. Für Fackeln. Ha. Ich komme heute so durcheinander. Ich komme heute so durcheinander! So. Nein, 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 nein! Ich denke mal, das sind genug Fackeln. Damit kommen wir eine Weile aus. Damit kommen wir definitiv eine Weile aus. Ja, ich würde sagen, wir werden auch dann das nächste Mal einfach weitermachen. Es wird schon wieder dunkel. Und ich würde sagen, wir werden das nächste Mal uns vorbereiten, um weiterzureisen. Denn ich möchte hier wirklich nicht weiterbleiben. Nicht wegen den Mobs, sondern weil es hier nichts gibt. Und ich sag mal, das sieht einfach nicht so ideal aus, finde ich. Also für mich, ich möchte schon... etwas gemütlicheres finden. Und deswegen werden wir weiterreisen, bis wir einen schönen Ort gefunden haben, wo wir unser Haus anbauen werden. Ihr könnt auch ein paar Tipps geben, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen für ein schönes Feedback. Lasst ein Feedback einfach da, wenn ihr wollt. Und ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.